Infos hat, will ich sie nicht durch Blutgespotze hindurchhören. Er hat sowieso schon eine furchtbare Aussprache. Klingt super. Aber denk daran, der Aufzug des Bürriffs ist gesperrt. Na, großartig! Na ja, ich habe eine Aufnahme vom Bettgeflüster zwischen dem Bürriff und Serena, der Lieblingsgescher des Zöllnerbots. Nein, das würde nicht. Wie wär's, wenn wir den Bürriff mit seiner schrägen Aufnahme erpressen? Jazzi! Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Claptrap. Hol die Aufnahme, Mox. Pass auf dich auf! Dieser Hyperion-Laser ist echt gruselig. Komm zurück! Ich bin das Gesetz! Das Gesetz macht keinen Fehler! Hey, Gesetzesbot! Du hast soeben einen Beamten bei der Ausübung seines Dienstes gestört! Na, wir möchten Anzeige erstatten. Euer toller Bürriff bricht Gesetze. Wir haben Beweise. Er bricht Gesetze? Erzähl mir mehr darüber! Danke für dein Engagement, Bürger! Sei versichert, es wird alles protokolliert! Lang lebe der Bürriff! Max, spiel's ab! Verdammt, du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Sie wissen, dass Geisha-Bots nicht für so etwas programmiert sind. Serena, ehrlich? Ich bin dein Bürriff. Du würdest Concordia einen Dienst erweisen. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Ich schwimme jetzt in Geld von Dahl. Der Bürriff interfaced mit meiner Serena? Nein! Ich fühle mich verraten! Und laut meinen Akten hat der Bürriff nicht die erforderlichen Genehmigungen für derlei Aktivitäten. Und dadurch ist meine Empörung moralisch gerechtfertigt. Super! Hey, verstehe ich total, Kumpel. Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serena. Was? Bürger, das war nicht... Das mag nach mir geklungen haben, aber... jemand, der die gleiche Stimme hat wie ich, hat mich nachgemacht. Danke, dass ihr in dieser schweren Zeit meine Privatsphäre achtet. Vielen, vielen Dank. Ist das etwa sein Ernst? Dieser Kerl ist fertig! Ohne interorganische Fraternisierungslizenz mache ich ihm das Leben zur Hölle! Los, Aufzug, fahr schon! Serena, ich komme, meine Liebe! Das ist schon besser. Und los geht's! Auf zum Bürriff! Im Ernst, du Idiotenmaschine? Die Büros sind oben! Richtig! Ich bin ein kleiner Witzbold! Nach oben! Thank you.
öffnen Sie diese Tür! Von Zivilisten nehme ich keine Anweisungen entgegen. Da ich das aber ohnehin vorhatte... Wir können doch darüber reden, Jackie. Ich arbeite nicht wirklich für Sarkdon. Hackster T. Meredith, Sie sind festgenommen wegen Verstoßes gegen das elbische Ethikgesetz, Paragraph 3110. Verbotener Verkehr zwischen... Oh mein Gott! Du hast mir die Falte losgespannt, du Drecksack! Öffne diese Tür! Das nenne ich Win-Win-Situation. Super! Los, weiter! Jack! Jackie! Du hättest sagen sollen, dass du hier bist. Ich habe das Signal geortet, das unsere Systeme auf der Helios lahmgelegt hat. Und weißt du was? Es kam von hier, aus deinem Büro. Signal? Signal. Sie hat mich dazu gezwungen. Wo kam sie her? Und bitte, lüg mich an. Ich will unbedingt, dass du mich anlügst. Ich weiß es nicht. Was machst du jetzt mit mir? Hey, nichts. Ich habe nur ein bisschen mit dir gespielt. Los, verschwinde. Ich habe nachgedacht. Es gibt einen Weg zurück auf die Helios. Ich ergebe mich. Oh, ich hätte dich leben lassen, du blöder Sack. Was ist los mit dir? Das war belebend. Okay, ja. Wo war ich? Ah ja, bei meinem supergeilen Masterplan. Um den Kampf auf die Helios zu tragen, brauche ich eine Armee. Also bauen wir eine. Geh runter zu Springs, ich erklär's dir unterwegs. Ich bleib hier und filze die Sachen vom Beriff. Wir bauen eine verdammte Roboterarmee, Baby. Jawoll! Die Shoppingliste ist kurz. Ein paar gute Gefechtsfahrwerke und für die Steuerung eine 1A-Militär-KI. Das heißt, Springs hat so eine KI. Hey, Max, weißt du, wo ich mir ein paar heiße Robotergehäuse bauen kann? Da der Riesenlaser nun ja alle töten wird. Gut, ich kenne Leute, die vielleicht nach der Hardware suchen würden. Ich rede mal mit ihnen und melde mich dann. Klingt gut. Beeilung, Leute. Wir haben einen Mond zu retten. Dieser Laser nervt allmählich. So gut habe ich mich seit Mams Tod nicht mehr gefühlt. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Knusper, Knusper, Moxi, was? Komm herein, wir zwei haben ganz bestimmt Spaß. Na, wie läuft's? Moxi sagt, ihr habt's auf Militär-KI abgesehen. Sorry, aber versucht's mal bei einem Kumpel von mir. Ein kleiner Knirps namens Pickle lebt in den Outlands. Eigentlich kommt man da nicht hin, aber das kann ich ändern. Nimm diesen Scrambler. Also, ich gebe dir die Koordinaten einer alten Dahl-Werkstatt auf dein Echo. Mach dich los, ich erklär's dir unterwegs. Ich hab nen Job, wenn du kurz Zeit hast. Tagchen! Mein Wandler, Bessie, ist abgeraucht und ich brauche dringend ein paar Ersatzteile.
Ersatzteile für Wandler wachsen nicht auf Bäumen. Aber zum Glück weiß ich von zwei Scav-Wandlern, wo du, mal suchen kannst. Keine Sorge, sind beide gestohlen. Ist also nicht so, dass du ehrliche Leute beklaust. Der erste ist hinten auf einem Buggy drauf. Ich schicke dir die Koordinaten auf dein Echo. Auf zum fröhlichen Shopping! Wandler sind irre Geräte. Sie basieren auf Dahl-Technologie, die ich vor einer Weile in die Finger gekriegt habe. Sie nehmen alles Zeug auf, das du nicht mehr brauchst, und wandeln es in neue nützliche Ausrüstung um. Waffen, Schilde, was das Herz begehrt. Echt nützlich, die Dinger. Sei gegrüßt, Nina, gut für dich. Astrovie. Von mir hast du das nicht. Ernsthaft? Okay. Verrat keinem, wo du das her. Sieh mir aus den Augen. Bürek ist nicht tot. Kann ich jetzt los, bitte? Ich muss nämlich heiraten. Es gibt wirklich keinen Grund zur Sorge. Zu teuer. Verschwendung von Geld. Ich habe große Probleme. Medizinischer Kühlschrank ist kaputt. Organe, Gewebeproben, Abendessen, alles taut bald auf. Ich brauche ein Spezialeis. Wo hält Sachen kühl für lange Zeit? Du holst Spezialeis von Spezialort, ich zahle dich. Ja? Ich bin kein Fan von Kälte, aber Geld hält warm. Ja, sein gut. Du jetzt nehmen, Bohrer. Du Bohrer nehmen, ja? Nina, erfreut. Du nehmen Börren und geh. Holst du Spezialeis? Nur Spaß. Nina sorgt für dich. Ich hasse es, mich zu verlaufen.